Sehr geehrte Frau Dr. Hecker, sehr geehrter Herr Minister Spahn, sehr geehrter Vorstand und Mitglieder des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr darüber, heute zum Welttag der Patientensicherheit auf Ihrer Veranstaltung ein Grußwort zu sprechen. Es ist gut, dass es diesen Welttag gibt. Der Welttag macht deutlich, dass das Thema Patientensicherheit weltweit relevant ist und zugleich uns alle betrifft. Egal, ob wir als Patientinnen und Patienten eine Behandlung brauchen oder ob wir als Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder in therapeutischen Berufen im Gesundheitswesen tätig sind, wir alle wollen eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung, in der unerwünschte und kritische Ereignisse optimal vorgebeugt wird. Patientensicherheit geht uns alle an. Mit dem Motto Speak Up hat die WHO den Welttag im Jahr 2019 erstmalig ausgerufen und damit das offene Sprechen über potenziell fehlerhafte Prozesse als A und O für eine sichere Patientenversorgung hervorgehoben. Im vergangenen Jahr stand beim Welttag im Vordergrund, dass die Sicherheit von Patientinnen und Patienten eng verknüpft ist mit der Sicherheit aller derjenigen, die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern. Patientenheit ist ohne die Sicherheit für Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und alle Gesundheitsfachberufe nicht zu haben, war und ist die wichtige Botschaft. Mit dem Motto Gesund vom ersten Atemzug an wird der Fokus des Welttages in diesem Jahr auf eine sichere Geburt für Mutter und Kind und den Start ins Leben gelegt. Für die Patientensicherheit ist dieses Thema auch deshalb hochrelevant, weil sie gerade in der Geburtshilfe exemplarisch zeigt, was Medizin grundsätzlich ausmacht. Jede Geburt ist ein besonderes, individuelles Ereignis, nicht nur für die Gebärende und das Kind, das das Licht der Welt erblickt, sondern auch für das interprofessionelle Team, das die Schwangerschaft, die Geburt und die Familien begleitet, vor, während und nach der Geburt. Und genauso erlebe ich es als Hausarzt in meiner Praxis und erlebt es der Klinikarzt im OP. Mögen wir noch so erfahren und routiniert sein, es gilt stets, dass wir wachsam auf die jeweils individuelle Situation der Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen eingehen, unerwartete Reaktionen und Abweichungen sensibel wahrnehmen und im Behandlungsteam Hand in Hand schnell und angemessen darauf reagieren. Patientensicherheit geht uns alle an und Patientensicherheit lässt sich nur zusammen gewährleisten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kommunikation. Sowohl die Verständigung mit den Patientinnen und Patienten, was braucht er oder sie konkret, was ist aus der individuellen Patientensicht wichtig, als auch die Information und Kommunikation im medizinisch-therapeutischen Team sind ausschlaggebend. Hier gilt es, das Bewusstsein zu schärfen, wie die Kommunikation zu Fehlern bzw. zu Fehlerprävention beiträgt. Sicheres Kommunizieren kann geübt werden. Beim Blick in das Programm sehe ich, dass Sie dieses Thema im Laufe der Veranstaltung aufgreifen werden. Ein anderer wichtiger Aspekt für Patientensicherheit ist die Sicherheitskompetenz. Für uns Ärztinnen und Ärzte sind Qualität und Sicherheit seit jeher die beiden untrennbaren Seiten einer Medaille. Sie stellen die Leitschnur ärztlichen Handelns vom ersten Tag an dar. Insofern begrüßen wir es, dass das Thema Patientensicherheit auch explizit in der neuen ärztlichen Approbationsordnung genannt wird. Damit komplettiert sich unser Engagement in der ärztlichen Weiter- und Fortbildung und Patientensicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch alle Stufen der ärztlichen Qualifikation. Vom Medizinstudium über die Facharztweiterbildung bis hin zur kontinuierlichen Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten. Das ist wichtig, denn je komplexer die medizinische Behandlung ist, desto anspruchsvoller ist es auch, für sichere Abläufe zu sorgen. Unser Gesundheitswesen ist getrieben von immer mehr Behandlungsprozessen, die in immer kürzerer Zeit erfolgen müssen. Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass unsere Patientinnen und Patienten vermehrt chronisch bzw. mehrfach erkrankt sind. Zugleich entwickeln sich Medizin und Technik rasant und fachliche Spezialisierung, Arbeitsteilung und nicht zuletzt die Digitalisierung prägen die Patientenversorgung zunehmend. Damit steigen einerseits die Chancen, dass Patientinnen und Patienten immer besser versorgt werden können, aber auch die Komplexität der Behandlungsprozesse selbst und damit der Aufwand für die Fehlerprävention nimmt zu. Lassen Sie mich abschließend noch auf einen Aspekt eingehen, der sich ebenfalls im Programm dieser Veranstaltung wiederfindet. Das Thema Ökonomie.
Die OECD hatte bereits vor einigen Jahren in einer vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebene Studie festgestellt, dass sich Investitionen in Maßnahmen zur Steigerung der Patientensicherheit auch finanziell lohnen. Heute wird der vierte Teil dieser Studienreihe vorgestellt und ich bin gespannt auf die weiteren Erkenntnisse dazu. Nimmt man die OECD ernst, dann rechnet sich Patientensicherheit also auch finanziell. Das ist im Grunde nach eine frohe Botschaft. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch etwas Wasser in den Wein gießen. Der Kern von Patientensicherheit ist das Patientenwohl. Daran muss sich das Gesundheitswesen messen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ökonomische Gesichtspunkte im Gesundheitssystem die Oberhand gewinnen, dann läuft definitiv etwas falsch. Mir ist es an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, dass wir nicht für alle Herausforderungen immer neue Ideen, zusätzliche Ansätze und Maßnahmen brauchen, um die Patientensicherheit heute und in Zukunft optimal zu gewährleisten. Denn Patientensicherheit fängt bei den scheinbar kleinen Dingen bzw. im konkreten Versorgungsalltag an. Zum Beispiel, wenn sich Ärzte und Ärzte nicht mit ausreichend Zeit dem Patientengespräch widmen können. Wenn die Zeit, die sorgfältige Anleitung des ärztlichen und pflegerischen Nachwuchses fehlt oder sich Maßnahmen, die der Patient individuell braucht, nicht eins zu eins etwa in einer DRG-Logik abbilden lassen. Nicht zuletzt der immer prekärer werdende Fachkräftemangel zeigt auf, dass das Gesundheitswesen in eine Schieflage gerät. Wenn die Rahmen und Arbeitsbedingungen der Menschen die Menschen schlussendlich aus dem System treiben, das ist auf das Engagement dieser Menschen, sei es Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte bzw. alle anderen Berufe im Gesundheitswesen ankommen, zeigt sich weltweit nicht zuletzt an der Krisenbewältigung von Covid-19 sehr eindrücklich. Eine Gesundheitspolitik, die Patientensicherheit tatsächlich ernst nimmt, setzt ihr Augenmerk konkret auf den Bedarf von Patientinnen und Patienten und auf diejenigen, die in Alltags- und Krisensituationen das Rückgrat der Patientenversorgung bilden. Ich bin überzeugt, dass sich so eine Gesundheitspolitik für uns alle rechnet, und zwar vom ersten Atemzug an. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.